In der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen zwei Personengruppen. Es war einmal eine Personengruppe aus 6 Personen und einmal eine Personengruppe aus 3 Personen. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei Personengruppen, wobei im Rahmen der Auseinandersetzung ein 19-Jähriger tödlich mit einem Messerstich verletzt worden ist. Zwei weitere Personen, 18 und 19 Jahre alt, wurden ebenfalls durch Messerstiche verletzt. Die weitere Ermittlung lief dann so ab, dass im Rahmen des Tages dann am Sonntag eine Person identifiziert werden konnte aus dieser Dreiergruppe, aus der die Stiche erfolgt sind. Diese Person konnte identifiziert werden, über diese Person konnte eine zweite Person wiederum identifiziert werden, sodass es zu Festnahmen noch am Sonntag kam, zu vorläufigen Festnahmen. Am heutigen Tag um 8 Uhr hat sich die dritte Person dann bei der Polizei gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt gegen zwei der Personen Haftbefehl beantragt, und zwar wegen Totschlags und zweifachen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Gegen die dritte Person konnte kein dringender Tatverdacht begründet werden, deshalb wurde die Person wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu den Hintergründen der Tat gibt es noch keine näheren Informationen. Es liegt momentan noch im Dunkeln, wie es zu dieser Auseinandersetzung kommen konnte. Hoch über den Wolken, selbst unten in der Erde, überall ist Sonnenschein. Mit bestem Service und wirklich fairen Preisen werden wir Ihr guter Energieanbieter sein. ISWE, darauf können Sie sich verlassen. ISWE, komm!